Das, was sich die Tierschützer und Tierrechtler in Kellinghusen heute erlaubt haben, ist nur eines. Blanke Tierquälerei. Blanke Tierquälerei. Blanke Tierquälerei. Ich muss pinkeln. Moin meine Hübschen, herzlich willkommen zurück. Falls ihr den verdammt nochmal besten veganen Kanal auf ganz fucking YouTube noch nicht abonniert habt, dann macht das jetzt, damit ihr später sagen könnt, ihr wart Abonnent noch bevor es cool wurde. Erinnert ihr euch noch an letzte Woche, als das Tönnies Schlachthaus besetzt wurde? Lustige Geschichte, nicht wahr? Diese Aktion folgte eine gewisse mediale Beachtung und gerade auf Social Media wurde das Thema recht stark diskutiert. Und wenn ihr an dieser Diskussion explizit auf Facebook teilgenommen habt, dann wird euch unser heutiger Beitrag garantiert bekannt vorkommen. Der Christian kommentiert nämlich recht regelmäßig aktuelle Ereignisse aus den Bereichen Landwirtschaft und Politik, hat aber natürlich gerade, wenn Tierrechtler mit am Start sind, seinen ganz eigenen und kritischen Blickwinkel. Das, was sich die Tierschützer und Tierrechtler in Kellinghusen heute erlaubt haben, ist nur eines. Blanke Tierquälerei. Anders kann und darf man es nicht bezeichnen. Und als solches muss es bitte auch von den Behörden verfolgt und juristisch aufgearbeitet werden. Oh, wow. Christian, also jetzt komm mal ein bisschen auf den Teppich wieder runter. Ich meine, wir reden hier über Schweine. Findest du deine Forderung nicht ein bisschen extrem? Oder findest du es wirklich dermaßen verwerflich und bösartig, dass die Aktivisten dafür gesorgt haben, dass die Tiere länger in euren Betrieben verbleiben müssen? Ihr sagt doch immer, so schlimm ist es nicht. Ich meine, guck mal, schließlich haben die Stroh auf dem Boden und so Spielzeug. Und die eine Dame, habe ich auf YouTube gesehen, hat sogar Bälle für ihre Schweine. Guckt euch dieses Spieleparadies mal an. Da will man doch auf Ewigkeiten verbleiben. Sehenden Auges hat man es akzeptiert, dass man für diese super dämliche Aktion Schweine auf den Transportern viel länger hat verbleiben lassen müssen, wie das eigentlich vorgesehen war. Was haben es eigentlich alle mit diesen verdammten Tiertransporten? Das ist genau wie mit der Massentierhaltung. Jeder ist dagegen. Keiner kann sagen, warum, und alle unterstützen es, weil sie Geld dafür bezahlen. Hier ein kleiner Tipp. Macht euch mal den Spaß. Fragt die Leute mal, warum sie gegen Tiertransporte sind. Was sie an Tiertransporten furchtbar finden. Und wenn ihr ganz abgewichst seid, dann fragt ihr sie auch noch, was am Tier denn so schützenswert ist. Also welches Merkmal am Tier muss vor der Massentierhaltung oder vor den Tiertransporten geschützt werden. Das wird richtig spannend, wenn sich die Menschen das allererste Mal mit ihrer Tierethik auseinandersetzen. Könnt ihr übrigens daran erkennen, dass so ein bisschen Rauch aus den Ohren kommt. Jetzt mal im Ernst. Der Transport von Tieren ist an sich moralisch nicht verwerflich und manchmal auch einfach notwendig. Manche Tiere mögen Transport, andere wiederum nicht. Bei manchen ist es einfach, bei anderen gestaltet es sich wiederum schwieriger. Was den Transport moralisch bewertet, ist der Grund des Transportes. Oder, wie in unserem Fall ganz besonders, der Zielort, also wo geht es hin? Also die Tötungsanlage. Das Schlachthaus. Ihr wisst schon, der magische Ort, wo die Tiere am einen Ende lebendig reingehen, mittendrin irgendwas Humanes mit ihnen geschieht, bevor sie am anderen Ende in Stücke gehackt und in Plastik verpackt wieder herauskommen. Aber auch der Christian möchte nicht über den Zauber der Schlachtfabrik sprechen und zeigt viel lieber mit dem Finger auf die bösen, bösen Tierrechtsaktivisten, die in diesem Szenario bekanntlich die Wurzel allen Übels sind. Man weiß genau, dass die Folgen sind, dass der katastrophale Stau der Schweine sich in den Ställen noch mehr verstärken wird, dass die Tiere noch mehr und noch weniger Platz haben werden und noch mehr leiden müssen, als sie es ohnehin schon tun. Zumindest sind wir uns schon mal einig, dass die Tiere in diesem gesamten System, sei es in euren Zucht- oder Mastbetrieben, auf den Transportern oder in den Tötungsfabriken massiv leiden. Einsicht soll ja der erste Schritt zur Besserung sein. Wie kommt es eigentlich, dass ihr alle plötzlich ganz laut werdet, wenn Aktivisten angebliches Tierleid verursachen, euch auf der anderen Seite aber dezent zurückhaltet, wenn Tiere tagtäglich zu Zehntausenden gewaltsam ausgebeutet und getötet werden? Könnte es vielleicht damit zusammenhängen, dass ihr in zweitem Szenario mit involviert seid? Aber nein, stimmt, ich vergaß. Tiermisshandlung ist ja immer nur dann falsch, wenn es die anderen machen. Dabei spielt übrigens die Relation des Leids auch keine Rolle. Denn wir wissen ja bereits, dass Tierrechtler und Aktivisten das alles nur aus
Eigennutz und Langeweile und fürs eigene Ego tun, während Landwirte stets nur Tierwohl und durch gemeinnützige Interessen verfolgen und dabei niemals, ich wiederhole niemals, an Geld denken. Anstatt hier an einen Strang zu ziehen, die Situation zu entschärfen, verschärft man sie für eigene Interessen mit ihren bekannten Simplifizierungen in einer asozialen Art und Weise, wie man es sich wirklich kaum noch vorstellen kann. Wie genau hast du dir das eigentlich vorgestellt? Sollen wir als Begleitschutz mit den Todestransportern mitfahren und einfach jedem aus dem Weg treten, der sich dahinstellt, um auf das Leiden dieser Individuen aufmerksam zu machen? Oder sollen wir uns ehrenamtlich in die Schlachthöfe stellen und dort den Tieren eigenhändig die Kehlen aufschneiden, damit das alles ein bisschen schneller geht und die armen, armen Landwirte endlich die Tiere loswerden können, die sie zuvor durch Zwangsbesamung gezüchtet haben, um anschließend ihre Körper zu verkaufen? Nein, mein Lieber, es sind eben nicht unsere Interessen, die wir vertreten. Wir sprechen und handeln stellvertretend für die Tiere, weil sie sonst niemanden haben. Diese leidensfähigen Individuen, die ihr im Auftrag der Gesellschaft züchtet und ausbeutet, indem ihr mit ihren Körpern Geld verdient. Nein, liebe Schreihälsin dort, nicht wir sind keine Menschen, ihr seid keine Menschen. Oh wow, verdammt, also das war einfach, das war ein unglaublich kreativer und schmerzhafter Konter. Wirklich. Weil ihr mit eurer elitären Art, in der ihr mit Mercedes-Geländewagen zu solchen Demonstrationen fahrt, vergesst, dass wir Gesellschaften ernähren müssen und nicht nur euch Neureiche, die in der Lage sind, sich auch die 7- oder 8-fach so teuren Lebensmittel zu kaufen. Kann mir irgendjemand erklären, was daran jetzt elitär ist? Habt ihr wirklich keinerlei sachlichen Argumente und müsst stattdessen gegen die Person direkt vorgehen? Welche Rolle spielt es, welches Auto die Aktivisten fahren? Und wäre die Aktion und die gesamten Argumente jetzt plötzlich richtig, wenn alle in einem alten Opel Corsa vorfahren? Oder ist es vielleicht auch einfach so, dass jetzt, wo die Kacke am Dampfen ist und die Tiernutzungsbranche immer weiter den Bach runtergeht, ihr plötzlich verzweifelt um euch schlagt und nach jedem noch so lächerlichen Strohhalm greift, um die unnötige Ausbeutung und Tötung von leidensfähigen Individuen irgendwie zu rechtfertigen? Indem ihr so verkrampft an der Tiernutzung festhaltet und sie aus Angst vor finanziellen Verlusten um jeden Preis erhalten möchtet, verfehlt ihr eben eure Aufgabe, die Gesellschaft effektiv zu ernähren. Denn aktuell verschwendet euer Berufszweig so viele Kalorien wie kein anderer auf diesem Planeten. Jedes Jahr werden 70 Milliarden Tiere von euch durchgefüttert, während tagtäglich Zehntausende von Menschen elendig verhungern. Und du bezeichnest uns als elitär und asozial. Ihr wurdet mit der Bewirtung des Landes und der nachhaltigen Versorgung der Bevölkerung beauftragt. Und anstatt dieser Aufgabe als verantwortungsvolle Fachleute mit innovativen Konzepten nachzukommen, habt ihr euch stattdessen von dem endlosen Fleischhunger der Konsumenten und der Geldgier der Großindustrie eine Landwirtschaftsform aufs Auge drücken lassen, die ihr jetzt trotz Subventionen nicht am Leben erhalten könnt. Und anstatt euch in diesem Moment jetzt einmal kurz zu fragen, was genau haben wir da überhaupt aufgebaut und vor allem, wollen wir so weiterhin in der Zukunft weitermachen? Aber nein, das haben wir schon immer so gemacht. Die Politik muss was ändern. Und der Konsument muss auf jeden Fall auch was ändern. Und der Einzelhandel muss auch was ändern. Es ist egal, wen du fragst. Immer ist irgendjemand anders zuständig. Keiner will Verantwortung übernehmen, während das Blutvergießen in den Tötungsanlagen unaufhaltsam weitergeht. Und ihr habt anscheinend den Weg aus den Bambi-Filmen nie herausgefunden, nachdem ihr das gesehen habt. Denn sonst ist es nicht erklärlich, dass ihr ernsthaft glaubt, dass man auch eures veganes oder vegetarisches Gemüse niemals anbauen könnte, ohne dort Schnecken, Mäuse, Gänse, Wildschweine und andere Tiere nicht nur zu verdrängen, sondern auch töten zu müssen. Auch für euch Vegetarier werden Tiere getötet. Macht euch das endlich klar. Hört endlich auf, in eurer infantilen Art euch vor der Wahrheit, vor der Realität zu verstecken. Die Veganer und Tierrechtler sind jetzt also diejenigen, die sich vor der Realität verstecken. Hörst du dir eigentlich hin und wieder auch mal selber zu und beschäftigst dich mit dem, was du so von dir gibst? Oder handelst du einfach nach der Devise, ja, solange ich empört genug klinge, wird mir schon irgendjemand glauben? Denn die Menschen werden eben vegan, weil sie sich der Realität stellen. Sie verlassen sich eben nicht mehr auf die tollen Marketing-Slogans, die tollen Bilder und Verpackungen und die hübschen bunten Sticker und die guten alten Bauernweisheiten, sondern blicken eben hinter die Kulissen und beschäftigen sich mit der Thematik, bevor sie sich entscheiden. Wir kennen die Realität. Wir wissen, dass es im Jahr 2020 keinerlei Notwendigkeit mehr gibt, um Tiere für unsere Zwecke zu töten und unsere Gesellschaft trotzdem damit weitermacht, weil es halt einfach so verdammt bequem ist. Und selbstverständlich wissen Veganer, dass auch für den Anbau von Pflanzen Tiere sterben. Keiner außer dir hat jemals das Gegenteil behauptet. Wir weisen aber schon darauf hin, dass es keinen unerheblichen Unterschied macht, ob die Tiere aus Versehen bei der Ernte getötet werden, weil sie im Feld übersehen werden, oder ob man ein Tier mit voller Absicht züchtet,
mästet und dann in einer eigens dafür vorgesehenen Fabrik töten und in Stücke schneiden lässt, um es dann anschließend zu essen. Sieh's mal von der Seite. Wir haben jedes Jahr doch auch mehrere Verkehrstote. Deswegen ist das Autofahren an sich nicht plötzlich unmoralisch. Bösartig und falsch wird es erst, wenn ich mit meinem Auto mit voller Absicht gezielt Menschen verletzen und töten möchte. Der Veganismus ist keine verblendete und irrationale Ideologie. Der Veganismus ist auf Empathie, Logik und auf Pragmatik aufgebaut. Uns ist klar, dass wir nicht jede Form von Leid vermeiden können. Durch unsere pure Anwesenheit richten wir schon Schaden an. Aber nur weil wir nicht jeden Tod vermeiden können, heißt es nicht, dass wir plötzlich einen Freifahrtschein haben, um Milliarden von Tieren für unnütze und absolut lapidare Eigeninteressen zu züchten und zu töten. Und ganz besonders nicht für ein Butterbrot. Dieser Auftritt heute war erschreckend. Er war super dämlich und er hat hoffentlich auch bei den Medien ankommend euch mehr geschadet, als ihr euch das jemals vorstellen könnt. Dieser Auftritt von dir war vorhersehbar, er war super dämlich und er wird hoffentlich allen Zuschauern offenlegen, wie schwach und haltlos eure Rechtfertigungen für die Ausbeutung von leidensfähigen Individuen sind. Ihr habt heute bewiesen, dass ihr eben nicht restliche Ehre im Blut habt, dass ihr nicht in der Lage seid, in irgendeiner Form auch nur an ernsthaften Problemlösungen zu arbeiten, interessiert zu sein. Restliche Ehre im Blut? Wovon sprichst du? Wer in diesem Szenario agiert denn aus finanziellen und monetären Beweggründen und wer aus ideologischen? Seit Jahrzehnten tritt die Tierrechtsbewegung immer wieder an Politik, Wirtschaft und Konsumenten heran und zeigt Alternativen auf. Seit Jahrzehnten verweisen wir immer wieder auf die immer weiter wachsenden Missstände. Und was genau macht ihr? Alles, was ihr in Kooperation mit der Politik in den letzten Jahren für die Tiere verbessert habt, ist einfach nur lächerlich und eigentlich nichts anderes als Etikettenschwindel. Hier ein bisschen Stroh auf dem Boden, da eine herunterhängende Kette zum Spielen und um den wütenden und aufgebrachten Konsumenten zu beruhigen, wird der Kastenstand halt 2-3 cm breiter gemacht. Reicht dann auch. Hey, bringt dem Tier am Ende nichts, aber es sieht auf dem Papier auf jeden Fall gut aus und man kann schön Sticker auf die Verpackung tun. Viel, viel wichtiger ist es, dass wir auf jeden Fall verbieten, dass die pflanzlichen Alternativen Fleisch, Wurst und Milch genannt werden dürfen. Denn das wäre ja ganz arge Verbrauchertäuschung. Ihr seid nur daran interessiert, eure verbrämte und völlig überhebliche Meinung über alles andere zu stellen. An Lösungen seid ihr nicht interessiert, nicht mal in der höchsten Not, die wir gerade hatten. Warum sollen wir auch die Probleme lösen, die ihr über die letzten Jahre immer weiter verstärkt habt, nur weil ihr euch nicht traut, den Konsumenten mal die Stirn zu bieten? Denn Alternativen zeigt die Tierrechtsbewegung seit Jahren auf, ohne dass diese wirklich ernsthaft in Betracht gezogen wurden. Ich meine, gut, wahrscheinlich ist die Denke dabei, alles, was von den dämlichen Tierrechtlern kommt, ist sowieso nur Feenstaub, Erdbeerwelt und absolut unrealistisch. Das ist so. Es stand halt damals nicht im Lehrplan, deswegen ist es unmöglich. Und sich jetzt noch wirklich differenziert mit den Vorschlägen der Tierrechtsbewegung auseinandersetzen, ich weiß nicht, das klingt irgendwie anstrengend. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich mir dann eingestehen müsste, dass ich mit meiner jetzigen Vorgehensweise aufhören muss. Nee, komme nicht mit sowas. Ihr wisst schon, echte, interessante Lösungen sind immer nur diejenigen, bei denen sich alle anderen umändern müssen und ich genauso bleiben kann, wie ich bin. Ich schäme mich für euch und ich hoffe wirklich, dass irgendjemand in der Lage sein wird, euch mal zu erklären, was ihr den Tieren angetan habt, was ihr jetzt auch verursacht habt für die nächsten Tage. Ach Christian, die Scham, die du gerade verspürst, ist absolut nichts im Vergleich zu dem, was unsere nachfolgenden Generationen über uns denken werden. Angewidert werden sie in Geschichtsbüchern Auszüge aus euren heutigen Lehrplänen lesen. Verstört und kopfschüttelnd werden sie leerstehende Schlachtfabriken besichtigen. Und niemand, absolut niemand wird in der Lage sein, ihnen verständlich klarzumachen, was wir den Tieren wirklich angetan haben und was ihr ihnen noch immer tagtäglich antut. Denn wenn du dich über blanke Tierquälerei echauffieren möchtest, dann bin ich total gerne dabei. Lass uns doch einmal kurz objektiv schauen, was dort genau am 2. November passiert ist. Also zunächst waren ja da die bösen Tierrechtler, die die Schlachtfabrik besetzt haben und damit nach deinen Aussagen Tierleid verursacht haben, weil die Schweine länger in den Transportern oder in euren überfüllten Betrieben verharren mussten. Aber was wäre eigentlich mit den Tieren passiert, wenn wir euch deinen Wünschen entsprechend geholfen hätten? Ach ja, sie wären in Gaskammern gelandet. Oh, ihr kennt die Gaskammer noch nicht. Na, dann ist mir selbstverständlich eine Freude, euch davon zu erzählen. Denn bei Schweinen ist die Gaskammer neben dem Bolzenschussgerät und den Elektroschockzangen die am häufigsten verbreitete und vor allem humanste Art der Betäubung. Jetzt kennt ihr Gaskammern. Ich frage mich, woher ich diese Praktik noch kenne. Es fällt mir partout nicht ein. Ist aber auch nicht so wichtig. Christian, lass uns doch mal schauen, wo wir mehr Tierleid entdecken. Komm!
finde es jetzt auch nicht so einfach, muss ich sagen. Ist am Ende aber auch egal, denn all diese Szenen sind aus dem gleichen Ausbeutungssystem. Denn das Ziel, was ihr verfolgt, werdet ihr erreichen. Ihr werdet die Schlachtungen dort beenden. Ihr werdet es schaffen, dass auch diese Schlachthöfe, wie es andere auch hier schon getan haben aus meiner Heimat, nach Polen, nach Osteuropa abwandern, dass unsere Gesetze ins Leere laufen und dass wir dann dieses wieder importieren. Denn Importweltmeister von Agrarprodukten sind wir schon heute. Das Ziel, was wir verfolgen, werden wir erreichen. Wir werden die Schlachtungen und das Zeitalter der Tierausbeutung beenden. Und wenn die Schlachthöfe ins Ausland abwandern, dann werden sie dort eine genauso aktive und starke Tierrechtsbewegung vorfinden. Es kann natürlich sein, dass ihr das noch nicht mitbekommen habt, aber es handelt sich hierbei um eine globale Bewegung. Überall auf dem Planeten begreifen immer mehr Menschen, dass es nicht mehr notwendig ist, Tiere zu züchten und für unsere belanglosen Zwecke zu töten und welches Unrecht wir ihnen damit antun. Immer mehr Menschen richten ihre Handlungen nach ihren Überzeugungen aus und entscheiden sich für eine gewaltfreie Zukunft. Bravo, was habt ihr heute den Tieren in diesem Land angetan? Ach lieber Christian, jetzt sei doch nicht so theatralisch. Benenn doch das Unrecht, welches die Aktivisten begangen haben. Diese fürchterlichen Menschen haben den Zugang zu den Gaskammern und den Tötungsanlagen blockiert. Sieht so Tierquälerei aus Sicht der Tierzüchter aus? Tu uns doch bitte einfach allen den Gefallen und hör endlich mit dieser Heuchelei auf. Sag doch einfach, dass du genervt bist, dass die Aktivisten euren Betrieb stören und das obendrein auch noch für finanzielle Einbußen sorgt. Das wäre zumindest ehrlich und jeder könnte es verstehen. Nicht unbedingt gutheißen, aber zumindest nachvollziehen. Aber dass ihr euch jetzt reflexartig vor der Kamera positioniert und den Zuschauern erklärt, wie schlimm doch die armen Tiere wegen den bösen Veganern leiden, ist nicht nur unglaubwürdig, sondern auch noch absolut durchschaubar. Gerade wenn man bedenkt, dass eben jene Tiere in den Tötungsanlagen ihrer Körper und Leben beraubt und für ein Wurstbrot in Stücke gehackt werden. Im besten Fall ist euer Verhalten einfach nur ignorant und im schlimmsten Fall verlogen. Bravo, würde ich jetzt gerne sagen, aber dein Beitrag hat uns leider kein Stück vorangebracht. Und wenn dich die Argumente der Tierausbeuter genauso wenig überzeugen konnten wie mich, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für dich, um endlich damit aufzuhören, die Tiere auszubeuten. Und wenn du das schon nicht mehr machst, dann mach endlich die Schnauze auf. Die Tiere befreien sich nicht von alleine. Bis zum nächsten Mal. Ciao.